Und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar dreht es sich hier um Hexe Tinker Tables Construction. Viele fragen sich immer, ja, wie fange ich denn am einfachsten an, beziehungsweise wie funktioniert dieser Mod? Ich werde das Tutorial so gestalten, dass ich jeden Schritt einzeln eingehe. Die Videos werden in mehreren Teilen aufgefangen. Und darauf hinaus werden wir dann lernen, wie wir dann zu den Werkzeugen kommen, beziehungsweise zu der Smeltery. Wirklich sozusagen fast auf klein auf alles hinbekommen. Aber wenn man ein Spiel startet, bekommt man erst ein Buch in der Hand gedrückt und zwar aller Anfang ist schwer, ja. Das habe ich mir zu Herzen genommen und darauf aufgebaut. Und wie ihr sehen könnt, sind hier verschiedene Rezepte eingespeichert, die wir jetzt langsam durchgehen werden. Darüber hinaus gibt es nach jedem Fortschritt noch ein weiteres Buch. Bis wir dann alle drei zusammen haben, wird das natürlich noch einen Moment dauern. Aber wie fangen wir denn eigentlich an? Zum Anfang sollte man, das sollte hier nicht drin sein, sich ein paar leere Schablonen craften. Davon sollte man sich ruhig passt ein knappes Deck machen, denn wir müssen natürlich Schablonen nachher hineinstanzen und wir brauchen weitere Schablonen, damit wir halt noch andere Tools rausbekommen. So, damit wir das auch craften, habe ich das immer dabei nebengelegt und zwar einfach so angeordnet. Ich glaube, man kann das auch nochmal drehen, oder? Ja, dann bekommt man so eine leere Schablone raus. Und die habe ich dann auch, wie gesagt, hier nochmal reingekräftet. Ja, mit der leeren Schablone machen wir direkt weiter. Dazu braucht man nächstes erst eine Kiste und eine Schablone. Und machen uns daraus eine Schablonenkiste. Eine zweite ist auch schon drin, denn ich habe die Rezepte, wie gesagt, immer da reingesetzt. Wir können das auch mal so machen. Das ist ja auch gar nicht so die Sache, so das hier reinpacken. Und dann gehen wir ins nächste. Wie gesagt, Schablone haben wir schon. Jetzt haben wir Schablonenkiste geschafft. Gehen wir direkt weiter. Als nächstes brauchen wir eine Schablonenstanze sowie einen Basteltisch. Dazu nehmen wir uns wieder leere Schablonen. In dem Fall brauchen wir dann noch ein Eichenbrett und ein Eichenholz. Das ordnen wir wieder so einfach an. Oben die Schablone dran, Schablonenstanzer, unten den Block noch dran. Bekommen wir einen Basteltisch. Können wir dann ja auch so dranlegen. Als nächstes wieder eine Schablone. Die brauchen wir jetzt, wie gesagt, nochmal weiterhin immer noch. Ein kleines Stückchen, jetzt kommt aber noch die Werkzeugstation. Dazu benötigen wir eine Werkbank. Die Werkbank ordnen wir vorhin an Schablone um drauf. Wie man sehen kann, kriegt man auch eine Handwerkstation, wenn man einfach so eine Werkbank ins Crafting Table tut. Brauchen wir aber in den Falten nicht. Wir brauchen einfach nur Werkzeugstation. Zack, haben wir uns gecraftet und tun wir auch direkt hier rein. Dann haben wir sozusagen durch das Buch erstmal die Materialien bzw. Gegenstände, Tools, die wir zum Craften von Schablonen und Werkzeugen haben. Danach, wenn wir das Buch weitergehen, sehen wir hier Mörtel. Jetzt steht das natürlich in Englisch hier. Den werden wir auch weiter gebrauchen. Dazu gibt es natürlich einmal dieses eine Rezept hier, da gehen wir nochmal ganz schnell hin. Einmal dieses einfache Rezept. Ich glaube, das andere taucht leider nicht hier auf, genau. Wir können einmal Mörtel so machen, bekommen wir einmal zweimal raus oder das einfach in achtfach, das wir bekommen. Entweder mit Lehm, Kies und Sand so angeordnet oder mit einem Lehmklumpen, Sand und Kies angeordnet. Das craften jetzt nicht, können wir auch nachcraften, ist ja eigentlich sozusagen kein Problem. Machen wir mal hier oben rein. Wie gesagt, Lehm hier angeordnet, Sand, das Kies außenrum, bekommen wir 8 Mörtel oder einfach in der einfachen Version bekommen wir nur 2 Mörtel raus. Das müssen wir dann in den Ofen reinstecken, das habe ich schon mal vorbereitet und zwar da ist es, da bekommen wir wie gesagt diesen Stein raus. Da habe ich schon mal wieder noch ein Stack reingepfeffert. Unsere Zehen tun wir auch hier hinten rein. Und dann bekommen wir diesen Stein raus. Den brauchen wir für die nächste Folge. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen mit den Tools weitermachen. Wie gesagt, Mörtel in den Ofen reingesteckt, bekommen wir diese Ziegel raus. Damit wir die Ziegel auch rausbekommen, tun wir sie mal so. Hier Mörtel und die Ziegel einfach mal hier so mit rein. Die brauchen wir wie gesagt für die nächste Mod, beziehungsweise nächste Vorstellung. Jetzt gehen wir, wenn wir das geschafft haben, hier an diese Station. Ich habe euch gesagt, wir brauchen mehrere Schablonen und den Schablonenstanzer. Wir sollten mal hier vielleicht das alles wegmachen. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, neue Schablonen und wollen dann Werkzeug rausbekommen. Bis zum Anfang können wir bis Steinwerkzeuge uns herstellen. Um so eine Schablone vorzustanzen, müssen wir entweder hier auf Next Pattern drücken und halt zu suchen, bis wir halt die passende Schablone herausgesucht haben. Ich suche jetzt einfach mal hier, einfach mal hier so ein paar raus. Wir können alle machen. Das ist auch empfehlenswert, wenn wir alle Schablonen uns raussuchen. Das kann jetzt einen Moment dauern,
bis wir, wie gesagt, alle passenden haben. Da werde ich auch in den Nachhinein noch weitermachen, bis ich dann alle habe. So, immer einfach Next drücken und wie gesagt, so ein Stack Schablon einfach in diese Funktion reinsetzen. Nachher die übrigen Schablonen könnt ihr gern verbrennen, verschenken oder einfach nur wegschmeißen. Also wenn er dann keine mehr braucht oder er verliert eine, dann empfiehlt es sich einfach nochmal eine zu stanzen. Wie gesagt, einfach mal hier eben durchgehen, bis wir alle haben. Das sind verdammt viele Schablonen. Ich glaube, jetzt sind wir durch, ne? Genau. Und dann empfehle ich euch, zwei Schablonenkisten zu machen, denn da kommen wir später zu. Jetzt werden wir aber erstmal eben das fix hier so alles reinschmeißen. Wenn wir das alles geköffelt haben, bekommen wir normalerweise ein Buch. Das habe ich jetzt schon mal bekommen, habe es aber leider weggeschmissen. Bei mir in dem Fall könnt das auch, wenn das verliert, dieses Buch benutzen und du deine Materialien daraus craften. Um das Buch nochmal rauszubekommen, das kann man nämlich ganz einfach irgendwie rausgefunden. Moment. Da holen wir uns nochmal so ein Buch. Und zwar kann man das nicht auch craften, glaube ich. Ich glaube, Moment. Das weiß ich leider nicht. Aber ist es möglich, durch so ein Buch zu craften? Ich glaube so. Da ist es doch. Man kann sich, wie gesagt, das Buch nochmal wiederholen, wenn man das andere irgendwie verloren hat. Und man möchte dennoch alle drei Bücher haben, kann man sich das so rauscraften. So, wir haben jetzt du und deine Materialien. Und da sehen wir, da geht's direkt weiter. Das würde ich aber jetzt hier sozusagen erstmal hier beenden. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Tutorial-Teil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin. Euer Flash und LP. Und nicht vergessen, immer schön reinschauen.